So, ich versuche das jetzt mal hier so vernünftig irgendwie einzufangen. Aber ja, größtenteils könnt ihr das jetzt eigentlich sehen. Ich habe nochmal fixiert. So, praktisch, das ist die Basisstation. Wir haben ja gerade Unboxing gemacht. Da hatte ich schon gesagt, also ich finde das mit dem Aufkleber auf der Basisstation vorne drauf sehr problematisch. Ja, also ich würde mir wünschen, dass das beim nächsten Mal hinten drauf kommt. Sie sehen auch nicht schlecht aus und müssen sich, also die Orbi, meine ich jetzt hier, die sehen auch nicht schlecht aus und müssen sich nicht verstecken. Also man muss sie nicht unbedingt hinterm Bücherregal irgendwo hinter Büchern verstecken oder so. Man kann sie ruhig neben dem Router oder was weiß ich schön präsentieren und stehen lassen. Also weil optisch haben sie ein bisschen was. Also sieht ein bisschen stylisch aus, also sieht nicht schlecht aus. Ja. Eben das Seine natürlich, aber also sie müssen sich nicht verstecken. Ja. Wir haben hier unten, haben wir dann halt schön dicke Standfüße aus Gummi. Und wenn ich dick meine, meine ich dick. Also guckt euch das an. Und da sind sie, da geht es noch ein Stück tiefer rein. Ja. Und das ist bei allen so. Hier haben wir dann nochmal Aufkleber. Hier haben wir dann praktisch vier Anschlüsse. Gelb, Internet. Steht auch so dran. Also hier ist natürlich Strom, brauche ich hier nicht erzählen. Hier haben wir einen Reset-Knopf noch, also mit einer Nadel reinpieken kann man resetten. Hier ist Internet vom Router, da rein. Dann kommt hier Internet an, sozusagen. Und wir haben aber noch zusätzlich zwei LAN-Ports. Drei LAN-Ports und halt hier den Knopf zum Resetten. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr beim nächsten Mal, zum Beispiel ich jetzt, weil ich nehme immer bei 1 und 1, wenn ich meinen Vertrag verlängere, die beste Fritzbox, die sie haben. Das ist jetzt momentan die 7590. Ich habe halt, also die haben ja Home-Server, Home-Server-Speed, Home-Server-Speed Plus. Ich habe jetzt Speed Plus, zahle dafür 9,99 € monatlich. Also jetzt nicht mehr, weil die Zeit um ist. Ihr könntet mir das Geld sparen. Weil ich mit dieser Kombi nicht mehr darauf angewiesen bin, das beste WLAN zu haben, weil die das beste WLAN dann sind. Ich bin auch nicht mehr darauf angewiesen, dass ich viele LAN-Ports hinten dran habe zum Benutzen. Mir würde dann praktisch ausreichen, weil bei der kleinen Fritzbox damals weiß ich, da waren nur zwei LAN-Ports oder einer. Und dann musstest du, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heutzutage jetzt mit den jetzt Home Server Speed, Speed Plus und so, also Speed Plus habe ich ja, wie da ist, ob da auch dann nur ein oder zwei LAN-Ports dran sind. Weil wenn ihr denn mehr braucht, ja, dann schließt ihr euch praktisch das an die Fritzbox an. Da geht natürlich ein LAN-Kabel weg. Ja? Nehmen wir mal an, die Fritzbox hat zwei LAN-Ports. Dann geht ihr mit einem da rein, dann habt ihr immer noch ein LAN-Port. Und mit den dreien hier habt ihr vier. Also könnt ihr vier Geräte anschließen. Hier zur Not kann man auch natürlich noch einen LAN-Verteiler zwischenmachen, wenn man noch zwei, drei Geräte extra braucht. Alles kein Problem. Aber ihr geht, also ihr habt denn an der Fritzbox halt nicht irgendwie LAN verloren. Im Gegensatz, ihr kriegt noch zwei LAN-Ports dazu. Ja? Optisch. Okay. Bei der Basis, ne Quatsch, das war die Basis beim Satelliten. Der sieht genauso jetzt aus wie die Basis. Ja? Ja, hier steht auch Orbi. Ja, wir haben auch hier wieder die dicken Gummifüße. Wir haben hinten den Knopf zum Resetten. Also hier ist der Reset-Knopf, hier den zum Verbinden. Sync. Steht auch da. Sync. Und wir haben zwei LAN-Anschlüsse. Das finde ich sehr schade. Der Z ist nicht gerade billig. Also kostet um die 400-500 €. Macht ein WLAN 6. Ach Quatsch, WLAN. Wi-Fi 6. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, vier Ports. Drei Ports. Weil jetzt sieht, erstmal sieht es doof aus, dass hier was leer ist. Hier ist noch Platz. Ja. Aber bei dem Preis zwei LAN-Ports mehr.
Zwei LAN-Ports mehr. Mir hätte es mega geholfen, weil dann PlayStation, Xbox, Fernseh, also TV und Skybox. Die Dolby-Anlage, die hat keinen, also die Soundbar, die hat keinen direkten LAN-Anschluss. Die würde ich dann mit Internet hier, also mit WLAN verbinden mit dem Kasten. Und der der Blu-ray-Player auch. Ja, aber bei den Spielekonsolen heutzutage, der Wi-Fi-Standard ist da nicht so toll. Der war bei der PlayStation 4 schon nicht so toll. Die hat schon falsche Daten angezeigt. Also praktisch, ihr seid auf Testen gegangen, Internetverbindung testen. Und ihr habt gesagt, 70 im Download, 20 im Upload. Das war komplett falsch. Die PlayStation kann das nicht gut darstellen. Die 4er schon ja nicht. Die 5er schon was besser. Aber der WLAN-Standard, also der Wi-Fi-Standard in der Konsole PlayStation, Xbox, ist halt... Ja, aber das wird halt auch über die Zeit halt nicht wirklich aktualisiert. Ja? Da habt ihr mehr davon, wenn ihr die mit so einem Kasten halt dann und hier halt zwischen den beiden eine super Verbindung herrscht. Ja? Und ihr das mit LAN ran macht und dann holt ihr definitiv mehr raus, als wenn ihr praktisch hier per WLAN raniert oder an die Fritzbox direkt per WLAN raniert. Ja, das ist halt bei den ist halt gerätespezifisch, ja. So, dann haben wir halt praktisch die zwei Satelliten und die Box. Jetzt müssen wir natürlich noch die Kabel vorbereiten. Aber es gibt ja auch nichts weiter dazu erzählen. Ich habe euch die Anschlüsse gezeigt. Ja? Und das ist eigentlich auch selbsterklärend. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir das anschließen. So, wir haben dann halt hier Stromkabel. Oh, wir haben so ja LAN-Kabel mit bei, sehe ich gerade jetzt. Super. Das ist ja Knorke. Aber nur einer, glaube ich, oder? Ja, nur einer. Super. Aber egal. Wir haben... Einmal Strom. Braucht das einfach nur rausnehmen. Das ist ganz easy. Ihr müsst da gucken, hier hinten ist dann so ein so ein Winkel, der so rumgeht. Der muss dann natürlich nach oben zeigen. So, dann geht das nämlich auch hier schön. Ja? Und dann Gerät Nummer 3. So, und schon ist Gerät Nummer 3 auch einsatzbereit. Die sind auch alle drei exakt gleich. Also ich zeige euch das auch nochmal. Exakt gleiche Höhe, Breite, Länge, alles identisch. Ja? Also da könnt ihr nichts verkehrt machen. Den brauchen wir natürlich für die Fritzbox. Steht da doch da, was das für ein CAT-Kabel ist. 5E. CAT 5E ist das. Ein flacher aber. Ein flacher CAT 5E. Ne, dann werde ich den wahrscheinlich nicht benutzen. Ich habe da ein CAT 6 Kabel und nicht flach. Oder vielleicht doch. Mal gucken. So, wir brauchen auch, ich brauche auch ehrlich gesagt bei der Basisstation so, fertig. Ich habe ja sowieso ein LAN-Kabel da. Den werde ich gleich anschließen. Ich brauche den Kabel hier nicht verlängern, weil der Steckdose, Mensch, bin ich bescheuert. Die Steckdose ist nämlich gleich dahinter. Also da kann ich mir sparen bei dem. Aber bei dem einen Empfänger, gut, dann machen wir erstmal den Empfänger für oben, für Frauchen, wo ich den teste. Da bräuchte ich den. Das mache ich aber ohne Video. So. Das kommt dann im Fazitvideo. Das reicht auch, weil die Steckdose da auch direkt ist. Moment. So. Und das ist der bei mir im Wohnzimmer kommt.
Da weiß ich nicht, wie viel ich brauche. Ich lasse das erstmal schön aufgewickelt. Und ich nehme mir denn das Einzelne hier raus. Wo haben wir denn? Hier, seht ihr das? Man kann. Nee, kann man nicht. Oder? Ah, nee, ist doof gewickelt, oder? Ich mache mir das dann einfach auf. Oder ich zeige euch das mal. Kann ich euch auch nur empfehlen, um Kabelei zu sparen. Wenn ihr wisst, die Steckdose ist nicht weit weg. Ja? Dann macht ihr das am besten auf. So. Haltet das vernünftig fest. Nimmt zweimal hier vorne, zweimal hier vorne. Hier kommt es gerade raus. So. Zack. Und einmal noch hiervon. So. Das kann alles. Moment. Entschuldigung, Hustenanfall. Das kann alles hier so dranbleiben. Weil die Steckdose ist nicht so weit weg. Und das reicht eigentlich die Entfernung. Also einmal und zweimal habe ich fast gleich. Hat den Vorteil, wenn ihr das bei allen euren Geräten macht. Ihr habt hinter der Schrankwand, hinter Lowboard oder was weiß ich, nicht so viele Kabel einzeln. Gut, ihr werdet trotzdem viele Kabel haben durch die ganzen Geräte, klar. Aber überlegt mal, wenn ihr jetzt hier mehrere Geräte habt und überall ist so ein Stromkabel mit bei. Und ihr braucht gar nicht so viel, weil die Steckdose vielleicht hier vorne ist. So. So in der Entfernung, da habe ich das locker, dass ich es verlegen kann, nach unten machen kann und habe alles locker liegen. Und wenn das jetzt zum Beispiel direkt daneben wäre, die Steckdose, dann habt ihr hier den Kabel rumliegen. Ja, so. Aber wenn ihr das aufmacht, liegt ja das ganze lose Zeug hier rum. Und das davon von 8 Geräten, 9 Geräten oder so, die ganze Kabelei, Stromkabel, HDMI-Kabel, LAN-Kabel, ja, wenn ich das alles und USB-Kabel für Strom habe ich ja auch noch separate für die Ladestation, also für die Controller-Ladestation, von der Xbox, nee, bei der PS5-Controller-Ladestation ist ein Stromkabel. Dann habt ihr noch andere Stromkabel, das summiert sich und dann habt ihr hinten halt einen riesen Kabelstrang und irgendwann seht ihr nicht mehr durch. Also deswegen empfehle ich euch das. Lasst so viel wie möglich aufgerollt, was ihr nicht braucht. Es erspart euch vieles. So. Und die sollen auch ganz einfach zu verbinden sein. Wir müssen eigentlich nur die Basis, ja, mit mehreren LAN anschließen. Dann schließen wir das an. Also der Satellit. Und wenn die sich nicht gleich verbinden, dann drückt man einfach an der Basis Sync. Dann am Satelliten Sync. Und dann synchronisieren die sich beide miteinander. Und dann sind sie auch automatisch verbunden. Es ist kein Hexenwerk. Also die Einrichtung ist wirklich very easy. Wir haben aber auch die Möglichkeit, mit dieser Orbi-App das zu verbinden, habe ich irgendwie gesehen. So, hier haben wir dann auch nochmal. Satellit Orbi, Router Orbi, ein LAN-Kabel. Achso, hier steht so ja drin. Ein Router, zwei Satelliten, LAN-Kabel, dreimal Strom, dreimal der Adapter. Hier haben wir zweimal Reset, ist alles super erklärt. Leider halt ist dieses Blatt in Englisch. Und wir müssen dann halt gucken, dass wir halt die Netgear-App uns noch runterladen. Ach, ich habe schon wieder 1.000 € bei PayPal gewonnen. Ihr guckt euch das an. Ja, so kriege ich dann halt. Herzlichen Glückwunsch! 1.000 € bei PayPal. Hey! Und wenn man dann raufguckt, ja, von nirgend, ja, steht nur PayPal da. So.
Ist gar nicht mit bei. Doch, Junk, Phishing. Gleich weg, so ein Scheiß. 50% Rabatt auf Filme und Serien bei Prime. Naja. Wo haben wir denn da? So, und da geben wir dann jetzt einfach ein Orbi. Und da haben wir das gleiche gefunden. Netgear Orbi Wi-Fi installieren. Ich habe auch noch kein Netgear-Konto. Also ich muss mir auch noch ein Netgear-Konto anlegen. Das werden wir auch gleich machen noch. Das mache ich aber außerhalb des Streams, weil ich da Daten eingeben muss, logischerweise. Und dann werde ich schon die Basisstation an die Fritzbox anschließen. Also ich werde einfach nur die Basisstation mit Strom versorgen und hier, da wo gelb Internet steht, Internet dran machen. Mehr werde ich nicht machen. Ich werde hier keinen Aufkleber scannen, nicht Sync-Taste drücken oder irgendwas dergleichen. Nur, dass die schon mal verbunden sind und dass ich den Rest euch dann halt hier im Wohnzimmer zeigen kann mit dem Satelliten. So. Öffnen. Ich akzeptiere. So. Zulassen. Bei Benutzung der App. So. Neues Konto erstellen. Und hier muss ich jetzt ein Konto erstellen. Und da würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen kurzen Cut für das Hardware-Video. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Basis angeschlossen habe und wenn wir den Satelliten uns vornehmen werden. So, ich habe jetzt die Basis schon mal an die Fritzbox angeschlossen, also Strom rangemacht, habe bei Internet ein LAN-Kabel rangemacht und habe mir auch ein Konto erstellt. Ich habe auch schon am TV gleich schon vorbereitet, da wo wir gleich, wir werden ja gleich umziehen und zum TV gehen und gucken, ob die Einstellungen dann auch alle so funktionieren. Ich bin gerade nur am überlegen, ob ich das nicht als extra Video machen werde. Hardware haben wir uns jetzt angeguckt, dann noch ein Einrichtungsvideo vielleicht. Bin ich gerade nur am überlegen, ob ich das dann vielleicht teilen werde. Macht sich vielleicht besser, weil dann könnt ihr das besser suchen und ja. Ich habe die App jetzt installiert, habe mich auf der App schon angemeldet, das ist die Startseite. Ich habe die beiden Satelliten hier, die Basisstation habe ich mit dem Stromkabel, natürlich mit der Steckdose verbunden, ist klar, und den gelben. Also bei der Basis haben wir ja drei LAN und einen vierten, der gelb ist, wo Internet dran steht. Der ist mit einem LAN-Kabel versehen, der LAN-Kabel geht auch zur Fritzbox. Das ist alles schon angeschlossen. Ich habe am Fernseher jetzt auch schon vorbereitet, habe Screenshots gemacht mit der Gigagate und mit einer 5 GHz Verbindung von der PS5. Und jetzt werden wir das damit nämlich auch gleich testen. Aber erstmal müssen wir die einstellen, um zu gucken, was dabei rauskommt. Und die Steckdose auch schon angemacht und so. Das, so einrichten. So, Obi manuell auswählen. Okay. Oh. Okay, da muss ich jetzt kurz den Obi auswählen. Da mache ich jetzt mal kurz einen Cut. Da brauche ich nur schnell zur Fritzbox gehen. So. Da kam jetzt auch, ob ein Fehler ist, bla 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 und so. Hat gleich geklappt. Da macht sich das natürlich super, dass der Aufkleber vorne dran ist. Obwohl man hätte es auch umdrehen können. Aber naja. So. Weiter.
Das habe ich gemacht. Also habe ich den Internetkabel angeschlossen. Satellit. Wir werden jetzt einfach mal einen Satelliten nehmen. Den werde ich auch gleich nehmen hier. Den stelle ich mal hier hin. So. Den verbinde ich jetzt mit Strom. Und dann werdet ihr gleich sehen, der sollte dann leuchten. Da leuchtet er. So. Ich habe den jetzt mit dem Strom verbunden. So. Fast geschafft. Wie gesagt, ich habe keinen Sync-Knopf oder irgendwas gedrückt. Ich habe nur den Code an der Basisstation gescannt. Also, ich habe gestartet und dann fragt er nach dem Code von der Basisstation. Warten Sie, bis Obi-Satelliten voll eingeschaltet sind. Ich werde jetzt auch nichts hier irgendwie schneiden oder so, dass ihr wirklich seht, wie lange das dauert, wie kurz das dauert und ob es alles reibungslos funktioniert. Ich werde mal ein wenig reinzoomen. Na. So, dass ihr ein bisschen besser sehen könnt. Hier nochmal. So, dann könnt ihr das hier auch sehen, wie es blinkt. Wir sind jetzt auch schon hier mit dem Balken. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie arge Probleme geben wird. Ich mache jetzt auch extra nur eine Syncbox. Und die andere, also Syncbox, also praktisch Satelliten, und das ist der andere Satellit. Den mache ich mit Absicht nicht. Also ihr könntet natürlich alle anschließen und dann scannt ja natürlich nach allen Satelliten und dann sind auch alle schon drinne. Ich will den aber ja noch gar nicht drinne haben, den zweiten. Ich will ja testen, wie sieht aus. Also praktisch, wenn man ein Dreier-Set hat und man möchte mit einem Vierer, also mit einem vierten das erweitern, möchte ich ja mal gucken, wie das aussieht mit dem Erweitern, wenn ich den erweitern möchte. Ob das einfach geht, schnell geht, ob das alles so reibungslos funktioniert. Aber es blinkt auch noch. Also es wäre jetzt ein Fail, wenn es jetzt natürlich nicht klappt. Was ich aber nicht glaube. NETGEAR hat schon gute Qualität. Ist ja nicht mein erstes NETGEAR-Produkt. Ich hatte mir nämlich damals hatte ich mir so einen achtportigen LAN-Verteiler geholt. Der ist leider beim Umzug kaputt gegangen. Und der war super. Im Gegensatz zu allen anderen, die man damals auf dem Markt. Und der hat nicht mehr viel gekostet. Ich glaube, um die 25 Euro, 24 noch was oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Und der hatte überall auf allen 8 Ports Gigabit-Verbindung. Und alle anderen, die ich damals gefunden habe, es ist schon eine Weile her, die hatten dann halt immer nur ein, zwei Gigaports oder ein Gigaport und die anderen waren alle nur 100 Mbit-Port oder so. Und da hatte bei dem NETGEAR, der hat genauso viel gekostet, oder war sogar 2 Euro günstiger als die anderen von der Konkurrenz. Und ich hatte auf allen Gigabit-Verbindung. Und da hatte ich damals ja auch alles angeschlossen. Na, wir kommen dem Ende nahe. Der Balken ist gleich fertig. Jetzt stockt es wieder. Mal gucken. Weil nicht, dass es, ich schneide das jetzt mit Absicht nicht, nicht, dass dann wieder das heißt, ja, das hat gar nicht so geklappt und
So seht ihr das wirklich selbst, dass es gleich von Anfang an geklappt hat. Oder wenn jetzt hier ein Fehler kommt, welcher Fehler da kommt und wie wir den dann halt beim nächsten Mal vermeiden können, dass ihr den Fehler dann halt nicht macht. Falls was kommen sollte, was ich aber, wie gesagt, nicht glaube. Aber es blinkt halt immer noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass das noch langsam aufhört mit Blinken. Und wir sind fast fertig. Verbindung. Füllen Sie folgende Schritte aus, um Ihr Smartphone mit Orbi-WLAN-Netzwerk zu verbinden. Notieren Sie Orbi-WLAN-Kennwort und tippen Sie auf Passwort kopieren. WLAN-Einstellungen. Achso, ich sollte das WLAN wechseln. Dann gehen wir mal rauf. So, hier haben wir Orbi 11. Da gehen wir rauf. Das Passwort, was ich mir gerade kopiert habe, gebe ich jetzt hier ein. Verbinden. Wir sind verbunden. Ja, ich gehe zurück. Kehren Sie hin. Zulassen. So, gehen Sie zu WLAN-Einstellungen. In der Schaltfläche wählen Netzwerk aus, tippen Sie verbinden. Hat er schon gemacht? Automatisch. Oh, jetzt leuchtet es lila. Okay, also ich hätte mich als erstes mit Orbi verbinden müssen. Jetzt blinkt es wieder weiß. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern. Ich weiß jetzt nicht, ob man das umgehen kann, wenn man am Anfang gleich gesagt hätte, wo ich den Orbi da an die Fritzbox angeschlossen habe und hier hätte ich hier gleich sagen können, hier verbindet man mit Orbi. Aber da hätte ich das Passwort ja nicht gekriegt. Das habe ich hier eben. Oh, das, nee, das steht ja, glaube ich, drauf. Hätte man das wahrscheinlich umgehen können, dass ich das praktisch die Scannerei davor am Anfang gar nicht gemacht hätte. Jetzt leuchtet er blau. Blinkt auch nicht mehr, pulsiert nichts, also es leuchtet wirklich blau. Kommt für euch vielleicht ein bisschen lila rüber, aber es ist, oh nein, in Ecken vielleicht. Aber es ist definitiv blau. Der Balken geht weiter voran. Ich bin so gespannt, was meine PlayStation gleich sagt von der Verbindungsgeschwindigkeit. Die PlayStation ist zwar nicht so genau dabei. Aber ich werde auch mal einen Speedtest machen. Mit dem Handy. Eins von zwei. Später einrichten. So. Einstellen, personalisieren. Ja, wir lassen das erstmal so Standard alles drinne. Das mache ich mir dann nachher. So. Einstellung eines Administrator-Kennwortes, um sicher bei Obi-App anzumelden. Also ich kann Admin kann ich nicht ändern, ich kann nur das Passwort. Okay, dann gucken wir mal. Zehn Zeichen muss das lang sein. So, ich habe eins.
Ich werde das mal ausblenden dann auch. So. Und weiter. Ach Gott. Ah, okay. Hier geht jetzt keine Sonderzeichen. So. Der hat jetzt gefragt nach einer Stadt, wo ich geboren wurde und dann Stadt, wo meine Mutter geboren wurde. Da gebe ich euch den Tipp. Notiert euch das natürlich, was ihr da eingebt. Es steht da zwar Stadt. Und wenn denn irgendjemand versucht, euer Ding zu hacken, der wird wahrscheinlich dann auch eine Stadt. Oder der euch so ja kennt vielleicht, wird der vielleicht so ja die Stadt eingeben. Oder vielleicht so ja wissen. Oder raten, was so bei euch im Umkreis ist. Ihr müsst das nicht da ein, ihr müsst nicht das eingeben, was die von euch wollen. Ja, also sagen wir mal, jetzt steht hier Stadt. Gibt man ja halt den Namen vom Haustier ein. Vom ersten. Ich weiß nicht mehr, wo das war. War das bei Facebook damals oder so? Da hat man drei Felder gehabt, was man ausfüllen sollte. Mädchennamen der Mutter. Erstes Haustier und war auch Stadt mit bei? Nee, weiß ich gar nicht. Also es waren drei Sachen, die man ausfüllen musste. Und ihr macht dann einfach tauschen. Mädchenname der Mutter kommt dann nicht bei Mädchenname der Mutter, sondern bei Katze rein. Katze kommt dann bei Stadt rein. Und Stadt kommt bei Mädchenname der Mutter rein. Also einfach eins nach unten verschoben. Oder nach oben. Das ist euch überlassen. So, Update durchführen. Ach, wir haben so ja Updates. Orbi wird neu gestartet. Der hier wird neu gestartet, so wie es aussieht, weil der leuchtet jetzt nicht mehr. Der Neustart Ihres Orbi dauert etwa 7 Minuten. Also ich würde sagen, ich mache dann hier erstmal einen Cut. Weil der braucht jetzt 7 Minuten zum Starten. Ich kann dann schon mal die Kamera umziehen, dass wir dann uns gleich an der PlayStation wiedersehen. Ihr habt gesehen, die Einrichtung ist im Prinzip kinderleicht. Wirklich kinderleicht. Also, was soll ich da noch mehr großartig sagen als kinderleicht? Ihr braucht die nur in die Steckdose ballern, den LAN-Kabel dran. Und selbst wenn ihr euch hier nicht im Handy anmeldet, unter Orbi, was ja hier auch, glaube ich, steht, aber ist halt alles Englisch, dann macht ihr erstmal eure Einstellung hier fertig und sagt ein Konto anstellen und was weiß ich alles. Und dann sagt er, ey, du musst wechseln. Geh mal dahin, hier kannst du dir Passwort kopieren, hier ist der rein und wechsel mal auf Orbi 11 und dann gibst du Passwort ein und dann geht's weiter. Und alles, also mehr als kinderleicht kann, also noch leichter würde ich sagen, geht's ja gar nicht. Du wirst hier wirklich, und ist auch gut erklärt, wir haben hier Bilder, auch eben war hier alles gut erklärt mit der Schrift, die Schrift war groß und deutlich zu lesen. Also im Prinzip wird man hier an der Hand genommen und durchgeführt. Gefällt mir persönlich sehr gut. Der einzige Negative, wobei negativ würde ich jetzt auch nicht sagen, hat sich ja jetzt als gut herausgestellt, wenn der Aufkleber vorne dran ist. Aber ich hätte auch kein Problem gehabt, das Ding zu drehen. Das einzige Positiv, was so ein bisschen hauchnegativ ist, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der Aufkleber mit dem Code und dem Passwort und dass der vorne drauf ist. Auf der Basis. Das ist das Einzige, was ich jetzt zu bemängeln habe. Vom Style-Faktor sehen sie cool aus. Die haben hier auch Licht. Naja, und dass halt nur zwei LAN-Anschlüsse sind. Das ist halt auch noch zu bemängeln. Da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Also Viere wäre schon gut gewesen. Viere wäre schon toll gewesen. Aber sonst, super bis jetzt alles. Jetzt müssen wir gucken, wie sieht es denn aus mit der Verbindungsgeschwindigkeit. Ja, da würde ich dann jetzt gleich einen Cut machen. Also, ach, da ist er schon. Sind die 7 Minuten schon vorbei oder was?
Habe ich so lange gequatscht mit euch, dass die Orbi auch schon wieder da ist. Dann können wir uns auch gleich die Software noch angucken, was wir da noch in der App so machen können. Aber da würde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Und, weil das muss ich jetzt nicht die ganze Zeit filmen, wie das hier updatet. Es ging ja nur darum, um euch die Einrichtung zu zeigen. Und dass es wirklich schnell und einfach ist und dass ihr an die Hand genommen werdet und dass ihr da keine Angst haben braucht, irgendwas verkehrt zu machen. Es ist halt selbsterklärend. Also besser geht's ja nun nicht. So, dann jetzt einen kurzen Cut. Bis gleich. So, bevor ich hier. Also jetzt gleich das wieder wieder. Ich habe gerade mal meine E-Mails durchgeguckt. Man bekommt auch eine E-Mail als Bestätigung, dass man halt bei Netgear ist. Mit dem Device RBS 760 habe ich. Die Seriennummer mit stehen drin. So ja alle drei. So ja die ich nicht angeschlossen habe. Und registriert 7.4.2023. Entschuldigung, Trockenhals. Ja, und dann kann man auch gleich den Support kontaktieren. Also, das funktioniert. Super. Warte mal, ich habe dann noch was. Was habe ich noch? Ach, doch. Hier habe ich noch was gekriegt. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. So. Muss mal gucken, dass wir hier nicht. Ah, da. Congratulations. Also, E-Mail-Adresse ist jetzt auch bestätigt. Oh Gott, was haben wir denn hier? Mein Hals. Ihr Netgear Kundeninformation. Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre Anmeldung bei Netgear Support. Ja, das war die erste E-Mail, die kam. Bitte diese E-Mail. Also, die soll ich behalten. Sie können Ihr Profil bearbeiten, Online-Anfragen erstellen, besuchen. So, und dann habe ich noch eine E-Mail gekriegt. Willkommen, vielen Dank für Ihre Anmeldung. Manuelle E-Mail bestätigen. Also meine E-Mail bestätigen, das nochmal bestätigen. Warum zweimal bestätigen? Keine Ahnung. Also bestimmt einmal für Kundenkonto, das ist das Kundenkonto, und dann einmal für Gerät, für die App und für die Engine, keine Ahnung. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis diese Änderung im System. Vielen Dank. Okay, naja, okay, haben wir es. Orbi. Warten Sie etwa 2 Minuten, während wir prüfen, ob Ihr Mobilfunkgerät mit Orbi 11 verbunden ist. Ich bin nicht mit Orbi 11 verbunden. Ich muss. Ja, der wechselt immer automatisch hier. So, ich muss hier einfach mal mit Orbi 11 verbinden. So. Weil mein Gerät ab und zu selber mal die Dinger, also die Frequenz wechselt, warum auch immer. Weiter. Aber es leuchtet jetzt weiterhin blau. Also blau bleibt, wenn es fertig ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. So. Helfen Sie uns, Ihre Obi-Erfahrung zu verbessern. Na klar, zulassen, gerne, wenn ich helfen kann. In Betrieb. Weiter. So, ich muss auch dann noch einen neuen Akku nehmen. Gleich, weil der ist jetzt hier auch schon wieder bei 14%. Bitte haben Sie etwas Geduld. Ja, aber was machst denn du jetzt? Bist du jetzt bei der Basis oder bist du beim Satelliten oder warum Geduld haben? Was willst du denn jetzt machen? Ich bin mit Orbi 11 verbunden.
Aus dem Grund habe ich ja auch mein 2,4, 2, doch 2,4 und das 5 GHz auseinander gemacht. Weil du konntest ja, kannst ja eine Fritzbox einstellen, dass es das ein Signal ist, was so heißt, oder halt zwei. Und da habe ich beim einen habe ich 2,4 GHz und beim anderen 5 GHz dazu geschrieben, weil der Cube, also ich weiß jetzt nicht, der neue weiß ich nicht, aber die alten Fire TV-Geräte, die ich hatte, immer Probleme hatten, auch der Echo Dot, wenn du einen, also die SSID war dann zum Beispiel Fritz.box 7590 AX, sagen wir mal. Ja, und da war halt 2,4 und 5 GHz mit gemeint. Hatten beide den gleichen Namen. Also ist nur ein Netz hier aufgetaucht und das Gerät hat sich halt mit dem verbunden, was es gerade kann. Da hatte ich mit dem Fire TV und mit einigen anderen Sachen, auch im Smart Home Bereich, einige LED-Ketten und Strips und so, arge Probleme, dass die sich nicht miteinander, also nicht mit der Fritzbox verbunden haben. Deswegen habe ich die auseinander gemacht, dass man halt sagen kann, ich verbinde mich jetzt mit dem 2,4 Gigahertz, ich bin jetzt mit 2,4 Gigahertz verbunden und kann dann mein Smart Home Produkt einbinden oder der Fire TV, der hat dann halt die bessere, also konntest du ja dann aussuchen, hast du dann verbunden mit dem Router und da hatte ich dann nicht so die Probleme, dass die Internetverbindung mal weg, mal da, mal weg, mal da oder dass es hin und her geschwankt ist oder so. Also ich weiß nicht, warum einige Geräte da so arge Probleme mit haben, aber leider ist es halt so. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt sagt, wir sollen Geduld haben. Naja, ich werde den Akku wechseln und wir werden einfach mal um. Jetzt ist hier wieder aus. Naja, und werden mal umwechseln Richtung PlayStation.